Eines der gut gehüteten Geheimnisse von Globalisierung ist, dass längst auch die Mittelschicht unter die Räder kommt. Und ich habe das dieser Tage gedacht, als dieses Heizungsgesetz kam. Wie überrascht offensichtlich diese Berliner Politik davon war, dass auch die gut verdienende Mittelschicht, Ärztinnen, Leute, die Anwälte, Menschen, die durchaus in der Lage sind, ja, etwas zu stemmen, dass selbst die sagen, sorry, tut mir leid, das kann ich nicht. So geht das nicht. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe. Bei der Inflation, bei dem, was Baumaterialien mittlerweile kosten, bei dem, was die Dämmung eines Hauses kostet, bei dem, was Handwerker kosten, mir wächst das alles über den Kopf. Wie konnte uns das passieren, dass uns der richtige Blick auf die Realität der Menschen so entgleitet? Ja, das hängt viel mit Wunschdenken zusammen.